Hallo und herzlich willkommen, Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zum BA Pro. Ja, ich hoffe, geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in der letzten Ausgabe haben wir einen Doppelsieg und den 16. Sieg in Folge gemacht. Wir sind momentan unaufhaltsam mit den Jets in der Originaleinstellung. Möchte ich nur mal betonen. Deswegen werden wir hier auswärts versuchen, natürlich auch wieder Punkte gut zu machen. Wir haben die kompletten Vorteile auf unserer Seite, plus ein paar Fans sind mitgereist, um dieses Auswärtsspiel zu sehen. Und unsere Gastgeber, die Minnesota Wilds, haben den kompletten Heimvorteil auf ihrer Seite. Die Halle komplett voll mit ihren Fans und leider keine Vorteile auf der Seite. Aber man hat ja in der letzten Folge gesehen, oder der letzten Ausgabe gesehen, dass man nicht immer, unbedingt immer Vorteile haben muss, um hart zu spielen. So. Auf geht's, würde ich sagen. Das kennen wir ja. Haben wir schon, haben wir schon. Den kriege ich nun ein in das Tor. Aber hier haben wir schon eine Verzögerungsstrafe. Wegen Beinstellen. Sind wir schon wieder auf dem Eis. Wahrscheinlich werden wir wieder gleich wieder auf die Bank müssen. Na, müssen wir nicht einmal auf die Bank? Okay. A Plus haben wir gekriegt. A Plus haben wir gekriegt. Zumindest ist das. So. Schnapp, schnapp. Und drinnen ist er gewesen. Ob sie so gut so schlecht zusammenspielt, ich traue mir es nicht zum Sagen. So, schauen wir mal. Keine Nummer von meinen Kollegen soweit. Jetzt muss ich erst hier auf die Bank. So. Und da ist das 1:0 für die Jets. Aber wahrscheinlich nicht für mich ein Assist. Jetzt muss ich gerade schauen. Ah, 2:0, nicht 1:0. Anschlusstreffer von Minnesota. Das war viel Pass. Zuerst drücke für mich Strafe aus, fast am falschen Platz gestanden beim Passen.
So. Ah, hat noch angefangen, da hätte jetzt einer Wunsch die müssen. Da hätte jetzt einer Wunsch die müssen. So, jetzt hat weg mit der Scheibe von unserem Tor. Durchgang ist, aber nicht so hin wie weit. Die genauso wenig. Gibt's ja nicht. Frischer Mann muss aufs Eis. Jawohl, jawohl, jawohl. Mindestens plus Grimmer. Check. Und dann geht's auf. Letztes, entscheidendes und gefährliches Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Wie wir das, haben wir das 17. Spiel in Folge gewonnen. Auf geht's, ein Spiel, Kim. Lass dich nicht drängen, so würde ich sagen. Lass mal fast nicht weg, wenn du das Wort hast. Lauf zur Bank. Moment 23. Knapp in Führung sind wir. Wir lassen den Star raushängen. Ja, wenn wir es schaffen, ein Tor zum Schießen, dann kriegen wir nämlich einen Haufen Punkte, nämlich. So, jetzt mal schauen, dass ich den Puck am Faden hat sie jetzt nicht. Da holt. Sechs Zwarer 50 New Yorker Islanders, die Devils und Tampa Bay Lightning sind die nächsten drei auf unserer Liste nachher.
Mal ein bisschen zuschauen. Ah, verlieren wir. Komm schon, alles gut, alles gut. Kann mal passieren, dass einer verliert. So. Ah. Jetzt war 15 nur. Wenn wir nicht mehr aufs Eis kommen. Na, aber wir gewinnen mit 2 zu 1. 17. Sieg in Folge, meine lieben Sportsfreunde. 40 Punkte fürs Team in der Liga und in der Division. Ein bisschen was ist da. Ein Star für die Wilds. Nur ein Star für die Wilds. Und ein Star für uns mit einem Tor. So. Great night to be on the couch and watching hockey. Tons of scores around the league. Let's take a look at what went down. The Jets were hoping to grab 2 points up against the Wild. Winnipeg pulls one out in a nail biter. Ah, da wollte ich schon. Ducks were looking to steal 2 points against the Senators. Dann kriege ich ja keine Points dazu. Puckkontrolle verloren, ja. Ist klar. Na, haben wir. Bleiben wir bei 47 Punkten. Stehe auf Platz 1 mit 34 Toren. 14 Assists und 5 Kämpfe mit 5 Siegen, meine lieben Sportsfreunde. So, simulieren wir mal der Kirche. Ich sehe ja wieder ein bisschen Geld zum Investieren. Wo ist der Troy? Gegen New York Islanders spielen wir zu Hause. Colorado turns in one of their stronger zu Hause, der erste gegen den 9. The Flames were hoping to take a bite out of the Lightning. Tampa Bay perseveres, weathering the storm, and they win it in the shootout. The Ducks faced off with the Panthers. Anaheim teed up a victory in a tightly contested affair. Auf geht's, meine lieben Sportsfreunde. Wir haben die kompletten Vorteile auf unserer Seite. Wir haben den Heimvorteil plus die geilsten Fans der Welt im Rücken und die New Yorker Islanders haben die angereisten Fans hier zum Auswärtsspiel dabei. Und leider halt sonst keine Vorteile. Aber ich hab's gesehen, gegen Minnesota haben wir uns auch ein bisschen schwer durch, wenn wir ganz knapp mit einem Tor gerade Vorsprung gewonnen haben. So.
Auf geht's. Und das erste Tor in dieser Partie fällt vom Tiroler. Vom HB 35. Tor in dieser Season. So, 48 Punkte als Topscorer. Man muss nicht mehr ruhig bleiben und dann zack, bumm, ist drin das Tor. Das Tor von Oma, den Juli verschlafen. Ganz rechts aus. Ich glaube, 14 Hattricks habe ich schon geschafft in der Karriere. Natürlich wäre das Ziel, das kleinste Ziel wären 50 Hattricks. Und hier ist das zweite Tor am heutigen Abend, auch wieder vom Tiroler, vom HB. Folgt heute Abend der Hattrick Nummer 15 in der Karriere. Das kleinste, da ich sage, 50 bis Karriereende. Das muss ja was Außergewöhnliches sein, wenn sie so gefreut werden. So. Coach, du wirst den Hattrick, ich versuche ihn zu machen. Geil war es ja im ersten Drittel noch drinnen. Aber es wäre ja nicht zusammenbringen, schätze ich. Ja, wer weiß. 15-0-9. So. Ja. Einmal erst auf die Bank. 8,59. Simulieren wir uns nach vorn. Oh, 4-0. Und das schon im ersten Drittel. Holy moly. Ja, gewisse YouTuber sagen das. Schiogfanger, aber ja, wir kränken wieder. Wir kränken wieder, verlierten wieder.
Da wäre jetzt mein Hattrick im ersten Drittel nicht zusammengekriegt, war geil gewesen. Absolut war es geil gewesen. Aber schaffen wir nicht. So. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich werde den Hattrick schon zusammenbringen. Noch. Wofür halt einmal? So. Ah ja, gerade noch ein Tor, gell, wo sie schießen müssen. Hoppala, störe ich meinen eigenen Teamkameraden. Das war jetzt nicht so besonders gut. Zwei Tore in Folge geschossen und den mit dem dritten tue ich mich so schwer, oder was? Ganz locker bleiben mit Spiel, ganz locker bleiben. Unter Druck funktioniert nichts, außer dass man Diamanten kriegt. Nochmal den Angriff. Die einen das wissend, dass ich einen Hattrick schießen möchte. Die wissen, dass ich den 15. Hattrick in meiner Karriere schießen möchte. Und ich werde ihn auch kriegen, den Hattrick. Garantiere ich ihn. Ein Drittel, wo ich den Hattrick schießen kann. So, auf geht's. Thank you.
Na, auch nicht. Ein wildes Hin und Her. Ein Assist kriege ich. 15. Assist in dieser Season. Zumindest so wie ein Keil mitgreifen. Hier das Ding zu erledigen. Sieben 43. Die Chance für ein Hattrick wird kleiner. Das Zeitfenster schließt sie. So. Messing. Die Devils, die Tampa Bay Lightnings und die Montreal Canadiens sind die nächsten. Nur falls, dass sich wer fragt, warum, sagt man nichts. Ich bin gerade momentan so im Fokus, ob ich meinen Hattrick hier noch schaffe, in die 2:22. Wäre cool. Wenn wir uns hier zum Hattrick-Spieler entwickeln würden. Na, schafft man nicht mehr. Müssen wir aus hier auf die Bank. Aber mit 6:0 und ein Shootout für den Goalie schaffen wir es. 3 Punkte haben wir auch, dann haben wir 50 Punkte als Topstorger. 2 Punkte fürs Team mit 42 halten wir uns auf dem ersten Platz, meine lieben Sportsfreunde. 36 Tore, 15 Assists, 5 Kämpfe mit 5 Siegen. Und da ist der Goalie, ist auf dem 3. Platz. Der 2. ist der Chris mit 1 Tor, 3 Assist. Und dann bin ich auf Platz 1 mit 2 Toren, 1 Assist, dann haben wir 3 Stars, 3 Tore, 4 Assists. Hervorragend, meine lieben Sportsfreunde, hervorragend. So kannst du auch nur weiterlaufen. Jetzt müsste man den 20. Sieg in Folge haben.
Ja, von da ist der 18. gewesen. All right, at this time, let's get you Ist der caught up on 18. all the gewesen. action on the ice tonight. The Islanders were on the road to take on the Jets. Im Moment läuft's für die Jets. Es läuft. Ein A haben wir gekriegt mit 86%. The Blue Jackets were hoping to play spoiler against the Senators. Ottawa takes this one in a tightly contested affair and the bragging rights to go with it. The Bruins were looking to steal two against the Coyotes. Also eine Million Followers. And we're able to scratch out the victory. Was gut. We got a lot more stuff we got to get to, so don't even think about going anywhere. Stay with us. Busy night of action Schauen on the ice. Let's take a look at some of the finals that are in from tonight. The Ducks were hoping to quiet the crowd on the road against the Canadiens. Montreal talked a big game going in. They back it up with a clean sheet shutout win. The Sharks were in a dogfight on the road against the Oilers. San Jose powers their way to victory in this one. Möbel. The Flames were in a dogfight on the road up against the Maple Leafs. Haben wir gekauft. Calgary Personal. Einen persönlichen Assistenten, der hat mehr als 20 Tage Koch bleibt mir auch gerade. Outs bleibt mir auch gerade. Auf ein paar Tage. Der bleibt mir der persönliche Fotograf. Bleibt mir auch gerade. Ich will etwas haben, was mir momentan bleibt. Finanzen, da habe ich da zu wenig, da habe ich auch zu wenig. Na, Spenden, das ist erst einmal nachher später aus Kunstblock. Legendär, sondern so, da brauchen wir es so nicht nachschauen. Und erst 180 Tage bleibt uns das, gekauft, zu wenig Geld. Den haben wir gekauft, den haben wir gekauft, den haben wir gekauft, das bleibt uns nicht. Ne, sonst hier, dann bleibt weg, haben wir eine Luxuskarosserie, hier. Das Boot bleibt uns auch gerade für 5 Spiele. 742.000 für das, dass uns gerade 5 Tage bleibt, gell. So, na passt, meine lieben Sportsfreunde, das war's aber für diese sportliche Spielausgabe. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der NHL mit dem HP bei den Winnipeg Jets weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache feind. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin, und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!